Der Psychoanalytiker Chandorade betrachtet die Rauschgifte vorwiegend in Bezug zum Ich. Das heißt, einerseits, welche Wirkung haben sie auf und Folgen für das Ich? Andererseits, welche Motive des Ichs führen überhaupt zur Einnahme der Rauschgifte? Die analgetischen sowie die stimulierenden Wirkungen der Rauschgifte geschehen dabei beide jedoch in gewisser Hinsicht im Sinne des Ichs. Die analgetischen, also sedativen und schmerzstillenden Wirkungen, bedürfen jedoch zuerst einer kleinen Betrachtung dessen, was Schmerz für Rado psychologisch gesehen bedeutet. Durch das Versagen des Reizschutzes erwirbt der Schmerz, auch wo er von außen angreift, die Eigenschaften der kontinuierlichen inneren Reize, also der Triebe, gegen die ja die Einrichtung der Reizabhaltung von vornherein ohnmächtig sind. Der psychische Apparat, so Rade, versucht nun diese Reize Herr zu werden, indem sie durch Gegenbesetzung gebunden werden und über die Motorik abgeführt werden. Ich stelle mir vor, man könnte das Schreien, aber auch das Krampfen und Anspannen oder das Schlagen aufgrund von Schmerz als Beispiele dafür aufzählen. Aber die Intensität des Schmerzes entscheidet letztlich darüber, welche Abwehrmaßnahmen zur Wirkung kommen können. Es ist nun leicht ersichtlich, dass die Pharmaka durch die Herabsetzung oder Aufhebung der Schmerzempfindung gerade das leisten, woran es der seelischen Organisation mangelt, einen Reizschutz nach innen. Die stimulierende Wirkung hingegen sieht er so, dass sie eine Spannung schafft, oder man könnte es moderner ausgesprochen auch einen Stress nennen. Am Beispiel vom Koffein erklärt Rado, dass die unlustvolle Spannung in lustvolle Spannung umgewandelt wird. Die Ichhaftigkeit oder warum es als lustvoll erlebt wird, so stelle ich mir vor, ist, dass aus dem Wunsch des Ich selbst dieser Stress erzeugt wird, der dahingehend die andere Spannung auch an sich ziehen kann. Sie schaffen gestörten Intentionen freie Bahnen, in denen sie störende, hemmende Einflüsse, hauptsächlich Gewissensspannungen, durch unbewusste Befriedigung abspeisen und so aus dem Wege räumen. Wir merken an den Vorgängen der Stimulation geht eigentlich eine geglückte Erotisierung der Ich-Funktion vor sich. Doch kommt noch eine andere Wirkungsart ins Spiel, die der wollüstigen Zustände, also des Rausches, der Euphorie und der Betäubung. Dabei stellt Rade eine gewisse Parallele zwischen dem toxischen Rausch und der Endlust des natürlichen Sexualgenusses, sprich dem Orgasmus, fest. Im Gegensatz zur Befriedigung der Partialtriebe verliert der Orgasmus nach Erreichen seine Lokalität und breitet sich als eine Art wohliges Gefühl auf den ganzen Körper aus. Und gerade dieser Zustand, gerade dieser Zug scheint auch beim toxischen Rausch hervorzutreten, das wollüstige Gefühl, welches den ganzen Körper erfasst. Rado nennt das dann den pharmakogenen Orgasmus, wie eine neue Art der erotischen Befriedigung darstellt und daher auch prädestiniert ist, mit den natürlichen Sexualvorgängen in Konkurrenz, in Wettbewerb zu treten. Besonders daraus ergibt sich dann die Gefahr der Suchtentwicklung in Bezug zu diesen Stoffen. Die entscheidende Wendung tritt ein, wenn sich das Ich auf den Rauschwunsch einstellt und so dem Erleben des pharmakotoxischen Orgasmus mit seiner ganzen libidinösen Bereitschaft entgegenkommt. Ist einmal der toxische Rausch zum Sexualziel geworden, dann ist das Individuum der Sucht verfallen. Nur selten bringt es jemand fertig, die weitere Entwicklung hintanzustellen. Rado erklärt nun, dass der Süchtige bereits frühzeitig einer Selbsttäuschung unterliegt, die Gifte noch der angeblich realen bzw. realitätsbezogenen Gründe gebraucht, jedoch eigentlich bereits vom Realitätsprinzip zu nicht geringen Teilen sich abgewandt hat und dem Triebgehorsam verfallen ist. Die Aufnahme der pharmakotoxischen Lustbefriedigung geht mit entscheidenden Folgen für das gesamte psychische und somatische Verhalten der betroffenen Person einher. Die betroffene Person wendet sich mehr und mehr der Realität, der realen Befriedigung der genitalen Sexualität ab und setzt nun den Rausch an dessen Stelle. Dahingehend sei eigentlich jedes Rauschmittel, trotz anfänglich manchmal empfundener Hilfe, eigentlich auch immer ein Potenzgift.
Mit dem Verzicht auf die Geschlechtsliebe beginnt die Lockerung der Beziehung zur Realität, natürlich mit Ausnahme des Giftstoffes selbst, auf dessen Beschaffung sich allmählich das gesamte Interesse des Süchtigen konzentriert. Das Suchtmittel tritt als neues Beziehungsobjekt zwischen die Personen, weshalb Süchtige eigentlich auch nicht beziehungsfähig sind, weil sie eigentlich immer mit dem Suchtmittel fremdgehen. Das wirkliche Begegnen und Begehren zwischen den Personen kann also nicht stattfinden. Auch daher wird in der Psychoanalyse oft gesagt, dass man diese nur durchführen könne, wenn der Patient sein Suchtmittel eben nicht mehr konsumiert, sodass dann auch eine reale Übertragung zustande kommen kann. Mir zeigt sich dann hier die Frage von Interesse, inwiefern Analysen vielleicht wirklich als Voraussetzung haben sollten oder könnten, dass keine Rausch- oder Suchtmittel konsumiert werden dürften. Das ist natürlich ein krasser Zug, aber wer weiß, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Denn man könnte sich ja auch fragen, ob die Flucht vor der Realität nicht bereits beginnt, bevor eine Sucht sich eingestellt hat. Rado führt in diesem von mir hier besprochenen Text das meiner Meinung nach sehr interessante, aber auch kritikwürdige Konzept des alimentären Orgasmus ein, welcher erklären soll, dass ihm nach das Vorbild des wollüstigen Gefühls des genitalen Orgasmus eigentlich der Orgasmus des Stillens sei, des wohligen Gefühls des Säuglings nach der Nahrungsaufnahme. Das Orale werde also in der Genitalität eigentlich nur durch das Genitale ausgewechselt. Der Zustand, der angestrebt wird, ist oder sei aber der gleiche. Es wird auch daran deutlich, so Rado, wie sehr die Sucht eine Regression darstellt. Mit der Erfindung des pharmakotoxischen Orgasmus aber hat der Mensch der Biologie einen Streich gespielt. Auch er hat es der Ernährungsfunktion nachgemacht und deren sexualtoxische Begleitphänomene von ihrer schwerfälligen alimentären Voraussetzung losgelöst zur selbstständigen orgastischen Befriedigungsart erhoben. Die Nähe der Manie und der Melancholie zur Sucht sieht Rado in der Weise, dass beiden einer Hochphase, eine Phase der Niedergeschlagenheit folgt, im Alkohol der Kater bzw. allgemeiner gesprochen der Entzug. Erst durch neues Zuführen des Stoffes oder einer spezifischen Befriedigung, nach der der Depressive sucht, bringt den Umschwung in ein neues, oft grenzenloses Hochgefühl. Man könnte sich daher den Depressiven auch als dauerhaft verkatert vorstellen, wobei das Erleben kaum anders sein mag.